war gerade irgendwie ganz kurz woanders mit dem Ding. Ich habe irgendwie fast falsch positioniert. Ist aber richtig so, ne? Ja, passt. Z1. Aber sag mal bitte nicht, dass das in diesem Schaltungssatz so drin sein muss. Weil das habe ich mir schon gedacht. Es gibt dann natürlich hier Ausgangssignal Z ab, ne? Das wäre natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber ich gebe das ja in die Züge ein, damit... Weißt du nicht, was meine doofe Vermutung ist, was ich echt ein bisschen scheiße fänden würde? Wenn ich das jetzt über den Strommast komplett sammeln müsste und alle... Weil ich meine, theoretischerweise, der Strom ist ja verbunden, das wäre nicht das Problem. Es wäre ja trotzdem weiter Weg. Dann müsste ich dann alle Strommasten theoretischerweise jetzt mit der Station verbinden und die Station dann mit dem Signal füttern, ne? Das wäre natürlich scheiße. Oh, das ist natürlich doof. Aber ich glaube, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Scheiße. Ja, doch, ich glaube, wahrscheinlich ist das so, weil irgendwie muss er das Eingangssignal hinbekommen. Das ist kein globales Signal. Ach, Menno. Wäre natürlich trotzdem cool gewesen, bin ich ehrlich. Ja, da müssen wir ja gleich mal alle manuell mit dem Kabel verbinden, ist ja kein Problem. Das sind ja nur ein paar tausend Kabel. Passt schon. Ach, ich bin bei Öl, lol. Hoppala. Sieht gut aus, ne? Stark. Sehr, sehr schön. Damit haben wir alle verbunden und jetzt darf ich natürlich auch alle immer noch mit Kabeln da zurückschicken. Ah, ist das ein Fest. Das freut mich ja richtig. Guck mal, die Schwefelsäure ging überall hin, außer zu dem und zu dem. Dann waren die zu weit weg, dann sind die schon wieder hier hingefahren. Ja, aber wenn das erstmal, wie gesagt, vollkommen läuft, dann ist es auch egal. Dann ist es ein fester Kreislauf. Oh Gott, alles mit Kabeln verbinden. Warum? Warum habe ich das nur getan? Das war jetzt nicht so klug. Das war eigentlich auch doof, ne? Da müsste ich die aber eigentlich nicht Z nennen. Weil wir müssen es ja doch dann trennen. Weil ich habe ja da mehrere Sachen. Ich habe ja dann hier E, K, zweimal K, das wird schon doof. Kupfer und Kohle. Da machen wir dann am besten, wobei Copper und Coal, die englischen Begriffe. Ja, passt. Aber auch Schwefelsäure. Naja, wobei das passt alles, ne? Stein hat auch ein S. Wie mit Schwefelsäure. Hm. Wie macht man das denn am besten? Wie nummerieren wir die Züge dann? Im Signaldingens. Weil wir können ja nur einen Buchstaben nutzen. Das wäre sonst ein bisschen doof, ne? Würde ich sagen, gehen wir von links nach rechts durch und nummerieren die dann und gehen dann halt einen Buchstaben weiter, wenn es halt nicht passen sollte. Das heißt, das ist unser E für Eisen. K. Das wäre dann halt hier L, weil... K blockiert ist. R dann S. Und R wäre dann ein T. R ist Uran. Also U einfach. R ist halt ein O oder Ö. Ö wird es wahrscheinlich nicht geben, also ein O. Ja, und das hier ist dann einfach A für Artillerie. Und das hier ist T für Treibstoff. Oh ja, ihr seht schon das Problem, glaube ich, ne? Ich würde sagen, anstatt Schwefel nutzt man den Anfangsbuchstaben von Säure, aber ne? Schwierig. Ja, also, na egal. Auf jeden Fall wird Uran U. Das ist schon mal safe. Also machen wir hier Ausgangssignal U. Bei jedem natürlich. Muss ich jetzt nochmal ganz kurz jede Station einzeln anklicken, aber ist ja kein Problem, ist ja nur so eine Kleinigkeit. Ich hätte jetzt eigentlich denken können, aber ich habe gehofft, dass das halt irgendwie so ein globales Signal ist. Ja, die Züge, die kriegen das schon mit, weißt du. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Wäre auch zu schön, ehrlich gesagt. Weißt du, das Coole bei Factorio ist, es ist nicht einfach, aber es macht alles Sinn. Also eigentlich ist es voll gut. Ja, fangen wir mit dem linken an, ne, weil der ist, denke ich mal, am nächsten dran. Oh, da muss ich das mit dem Kabel darüber bringen. Und hier sind schon rote Kabel. Ach, zum Kotzen.
Scheiße. Ja, wie mache ich das jetzt? Die sind ja hier schon verbunden mit roten Kabeln. Das kann ich nicht bringen. Weil sonst haben die ja die Schwefelsäuremenge mitgespeichert. Das ist ja total Bullshit dann. Das wird eine Katastrophe. Das ist halt das Problem. Wir müssen das halt alles über ein Kabelnetzwerk dann machen, ne? Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, auf jeden Fall geht das dann hier rein. Da rein. Ja, da müssen wir tatsächlich mit dem Strommast hier noch dazwischen setzen. Das ist zwar hart, aber... muss. Oh lol. Hoppala. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, das ist dann halt doof gelaufen. Dann ist aber der eigentlich auch Quatsch da. Dann machen wir das einfach so. Ich meine, geht ja trotzdem alles, ne? Aber wir brauchen es natürlich für die Kabel. Ist das eine Scheiße, Mann. Das ist aber nicht gut. Das kann ich nicht machen. Das geht halt wirklich... Also jetzt mal ohne Scheiß, das geht nicht. Weißt du warum? Wenn ich das jetzt machen sollte, dann würde ich alle Kisten verbinden. Weil der Kisteninhalt wird jetzt ja hier reingebracht. Damit rechnet der ja logischerweise. Das heißt, ich müsste eigentlich dann dieses Signal mit dem grünen Kabel hier durchschiffen. Die ich natürlich nicht dabei habe. Hm? Ist schon geil. Scheiße, Alter. Ich trinke was, das ist mir zu doof. Alter, ich hab da gerade was Rotes auf der Karte gesehen, dachte, da wäre ein Gegner. Und hab mich schon gefragt, wie das geht. Hab ich jetzt gerade Schiss bekommen, Junge. Wäre da jetzt ein Loch drin gewesen irgendwo, dann hätte ich echt ein Problem gehabt, weil die verbreiten sich verdammt schnell. Wie die Fliegen. Hab grad nicht geguckt. Frechheit. Oh Mann, ey. Siehst du, und deswegen war ich eigentlich erst abgeneigt gegen Kabel und sowas. Bei der Haltestelle. Oder bei generell den Haltestellen. Weil du dadurch halt diese komplizierten Sachen mit drin hast. Wie jetzt zum Beispiel diese Scheiße mit den Kabeln. Ist eigentlich nicht so schlimm, ne? So ist es ja nicht. Aber ist halt trotzdem jetzt einfach nervig. Miese Prise. Aber hey, geht ja relativ fix. Wie schnell die Dinger sind, krass. Holy shit. Krass. Ich hab schon wieder Steine. Ja, sacre bleu. Was soll denn das? Ist ja eklig. Ja gut, da müssen wir jetzt eigentlich hingehen und das verbinden, ne? Och nö, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich da schon irgendwo Kabel habe. Oh Leute. Und diese grünen Kabel müssen vor allem an alle Stationen hier dran, ne? Oh Mann. Na egal, komm, auf geht's. Zack, 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 zack. Hier sind schon teilweise blaue Fließbänder. Stark. Ist auch zum Glück nicht viel Arbeit, jedes einzelne Strommast-Ding hier einzeln abzuklappern. Hey, easy, ne? Eigentlich wollen wir mal direkt die ganze Station anbinden, wenn wir schon mal dabei sind. Dann lass mich schon mal hinter uns, weißt du? So. Den haben wir schon verbunden. Verbindlichsten Dank. Oh Gott, was tue ich hier nur? Weißt du, eigentlich ist es ja echt geil, ne? Aber das Problem ist halt jetzt so, ich würde am liebsten schnipsen, die ganzen Kabel wären schon verteilt. Weil das ist halt dieser Part. So, das mit dem Schalten da dran, das finde ich geil. Aber die Kabel dafür legen, ne? Das ist halt wieder dieses... weiß ich nicht, Junge. Muss jetzt nicht sein. Das ist auch generell so ein Problem bei Spielen, diese Mischung aus...
lohnt sich es, ein Wesp in letzter Zeit reinzusetzen oder eher nicht so? Ich meine, das hier, zugegebenerweise, leider lohnt sich das dafür dann, ne, dass die Fabrik dann deutlich besser läuft, beziehungsweise auch die Züge überhaupt funktionieren, weil sonst können wir halt nur 9 Züge machen, das ist natürlich auch ein bisschen scheiße. Oder ich müsste Ausweichgleise und sowas machen, damit die mehr Platz haben und so, also alles mit Umwegen verbunden. Von daher ist es schon geil, aber dieses ganze Ding jetzt hier, ne, das geht mir so auf den Keks jetzt hier. Aber hey, man tut ja, was man nicht lassen kann, ne? So. Das ist auch schon so eins dieser Lieder, die so einfach so richtig schön entspannt und gemütlich sind zum Hören. Weiß nicht. Das heißt übrigens The Motel in Luxemburg von Per. Geschrieben P-E-R. Weißt du, was so ein Problem auch bei solchen Schaltungen hier ist immer? Oder generell bei Victoria für die Aufnahmesessions, weswegen ich da auch teilweise mal das Problem habe, will ich jetzt gerade aufnehmen oder nicht? Das ist kein Spiel, was du mal eben so machen kannst für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Wenn du spielst, musst du es auch wirklich dann ein paar Stunden hintereinander spielen. Also zumindest so wie ich spiele. Weil ich halt diesen Punkt dabei habe, dass wenn ich jetzt hier diese Bauwerke starte, ich die meistens auch abschließen muss, oder zumindest so weit, dass man es halt nicht irgendwie merken muss. Ansonsten muss ich mir noch mehr notieren und das ist auch irgendwann mal gut, ne? Ich habe ja so schon eine komplette Excel-Liste, die ich irgendwann auch mal nochmal neu machen möchte, weil nochmal ein bisschen alles besser machen, noch ein bisschen optisch ansprechender machen. Außerdem kann man mittlerweile in Excel Bilder einfügen, die sich in die Zelle einfügen und nicht nur darüber liegen. Das war für mich damals ein Problem, was ich hatte. Ja, okay, hier brauche ich es eigentlich nicht machen, aber ich packe hier mal trotzdem mit in die Station dran. Weil ich sehe jetzt keinen Grund dafür, das nicht zu tun, dann haben wir die nämlich schon mal verbunden. Nee, aber ganz ehrlich, gerade sowas wie jetzt zum Beispiel mit den Kabeln. Ich müsste das jetzt eigentlich wirklich komplett abschließen, erst dann kann ich die Aufnahmesession auch zu Ende machen, weil vorher ist halt die potenzielle Gefahr da, dass man es halt vergisst, weiß ich meinen, oder halt irgendein Part davon vergisst. Wie auch zum Beispiel bei dem Uranerz generell, wo ich jetzt hier vor ein paar Tagen wieder angefangen hatte. Da dann jetzt nicht den Überblick zu verlieren, ist halt gar nicht mal so einfach, jetzt mal ganz im Ernst. Vor allem, wenn da teilweise dann Wochen dazwischen liegen, dann vergisst du mal schnell, oh, da war eine Kiste am Stehen, hoppala, wusste ich nicht mehr. So ein Ding halt zum Beispiel, weißt du? Oh Mann, Junge. Aber hey, dann haben wir hier wenigstens noch eine schöne grüne Leitung mit und nicht nur Strom. Dann lohnt sich die Strommasten wenigstens doppelt. Ist doch auch schon mal was Schönes. Kann ich nicht gedrückt halten? Nee. Schade. Das wäre auch noch so eine Hilfe. Gedrückt halten, durchlaufen, easy. Aber nein, du musst die alle einzeln anklicken. Und jetzt sieht man auch schon, ne, ich verklick mich jetzt häufiger, einfach weil ich da die Geduld dann verliere und dadurch dann halt Fehler mache. Das Gute ist, wir können wenigstens nicht so einen Fehler machen, weil das Kabel nicht lang genug ist. Das heißt also, wir müssen auch jeden mitnehmen, weil sonst meckert er eh rum. Ja, das ist ja schon mal ein kleiner Vorteil für mich. Mann, Junge. Hallo, Zug. Wie geht's dir, Zug? Ist das geil, Mann. Aber erstmal gehen wir runter. Dann werde ich in der nächsten Aufnahme-Session definitiv die ganzen Ölsachen auf jeden Fall erstmal wieder anpassen. Also die ganzen Ölhaltestellen generell mal anpassen. Vor allem, weil da auch dieser eine... Da ist ein Baum gewesen, ich pack's nicht. Vor allem, weil da ja auch dieser eine Fehler noch mit dem Signal drin ist, dass es ein Kettensignal ist und kein normales Signal, wie es eigentlich sein sollte.
Also ist da eh noch ein kleiner Fehler mit drin, den wir überall ausbügeln müssen. Wenn wir eh schon vorbeikommen, können wir auch direkt mit Kabeln die Station verbinden und dann da dieselben Regeln einbauen. Dann ist das alles fein. Wie anstrengend. Hier ist Öl. Aber in so einem Fall ist es wichtig, dass wir zwei verschiedene Kabel haben, weil sonst kriegst du echt ein Problem. Ist das hier links? Ist hier links. Weil wie gesagt, ein rotes Kabel kannst du nicht nutzen, weil sonst würdest du ja alle Stationen verbinden und alle Stationen hätten dann dieselben Uranwerte, die sich dann zusammen mixen. Dann hast du im Endeffekt eine große gemeinsame Rechnung, macht da eigentlich auch gar keinen Sinn dann, ne? So, jetzt ist natürlich hier gefährlich, da müssen wir jetzt mit den Kabeln aufpassen. Wobei ist eigentlich egal, ne? Rot verbindet immer die Systeme einzeln, grün ist immer so das Transatlantik-Kabel quasi, so weiß ich, wenn so. So, zack, einmal rüber. Nach außen und dann nach unten. Ist richtig. Okay. So. Jetzt sind hier alle drei Kabel. Strom. Wobei der Strom hier bei dem nicht benötigt ist, aber ist egal. Sieht vor allem auch eigentlich ziemlich cool aus, wenn man sich das mal so anguckt, den Kabeln. Schon ganz geil eigentlich. Aber ich bin übrigens fasziniert, ne? Dass es nicht mehr als zwei Kabelfarben gibt. Ich meine, meistens wirst du nicht mehr benötigen. Aber theoretischerweise, die Masten, hätte ich gedacht, wenn das Stromkabel durch die Mitte oder oben geht, dann hier 1, 2, dass dann nochmal ein anderes Kabel ist, was dann zum Beispiel halt noch zwei weitere Farben sind. So blau und gelb zum Beispiel, weiß ich mein. Wundert mich ein bisschen, dass die dann nur zwei weitere gemacht haben. Also nur zwei Kabel generell. Hätte ich auch nur anders sein können. So, jetzt haben wir hier U23. Ja. Das ist ein Problem. Scheiße. Das heißt, er zählt alle an, nicht nur die, die jetzt, also auch die, die es nur vorhaben, nicht die, die jetzt gerade fahren oder da Zugang zu. Ah, ja, ja, das ist natürlich ein Problem. Scheiße. Warum sind denn das dann nur 23? Wo sind denn die anderen Wirte hin? Ja, das sollst du eigentlich nicht machen. Genau das sollst du eigentlich nicht machen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt machen würde mit allen Zügen, dann würdest du halt logischerweise alle 30 Züge immer zählen. Außer die, die zu den anderen Stationen fahren. Weswegen es wahrscheinlich auch dann 23 sind, weil die anderen halt die anderen Stationen anfahren, gehe ich mal von aus. Ja, aber das ist doch jetzt kompletter Müll. Jetzt muss ich nochmal kurz umdenken. Scheiße. Und an Zug senden meint er natürlich, dass dann das von den Stationen hier in den Zug, der da drin steht, gesendet wird. Ist schon klar, das weiß ich auch. Aber ich hatte halt die Hoffnung, dass es halt nicht so ist. Weiß ich, mein Mann. Ja, was ein Müll. 23, Mann. Ich die Zug-ID auslese. Und die Zugkennung wäre jetzt Nur als Beispiel, ne? Dann haben wir jetzt ja hier gerade kein Dingens, ne? Kein Signal. Weil das nur der ist, der hier hält. Das heißt, die können dann trotzdem hier hinfahren. Also ist das auch nicht so richtig wichtig, nicht richtig gut für mich. Scheiße, Mann. Ja, dann muss ich das doch damit machen, ne? Das hat ein Eingangssignal. Das ist eigentlich auch totaler Bullshit.